Am Wort ist der Abgeordnete Gerhard Schmidt. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Minister. Die österreichische Bevölkerung hat ein verfassungsmäßiges Recht auf Sicherheit. Die innere Sicherheit ist durch Polizei, Justiz, aber auch durch das Bundesheer herzustellen oder sicherzustellen. In den vergangenen Jahren kam es zu einem fahrlässigen oder gefährlichen Rückbau dieser Behörden. Im Bereich des Verteidigungsministeriums galt die Einschätzung, wonach sich Krisen mit einem Vorlauf von circa 10 Jahren ankündigen würden. Dies hat sich definitiv als falsch herausgestellt. Die Migrationswellen wurden als gewaltiges Sicherheitsproblem vollständig unterschätzt. Abgezeichnet hat sich die Flüchtlingswelle bereits spätestens 2014. Es erfolgte jedoch kein Umdenken und keine Reaktion auf diese sich abzeichnenden Krise für ganz Europa. Die Folgen spüren wir heute und werden noch lange spüren. Die Erfüllung der parallel laufenden täglichen Aufgaben können und konnten nicht im erforderlichen Ausmaß erbracht werden, was zu einer Zunahme von Straftaten sowie einer berechtigten Verunsicherung der Bevölkerung führte und führt, obwohl Polizisten und Soldaten fast Unmenschliches leisten. Dafür Dank und Anerkennung. Die Flüchtlingskrise wird sich weiter verschärfen. Darüber hinaus ist mit weiteren Flüchtlingswellen zu rechnen, sodass wir uns zumindest jetzt schützen und entsprechende Maßnahmen setzen müssen. Weder auf die EU, geschweige denn auf die Türkei, ist mittlerweile ausreichend bewiesen Verlass. Die Migrationskrise wird durch Österreich sowie ein paar anderer EU-Staaten mit spendablen Sozialsystemen bewältigt und wird dabei von der EU, welche es noch immer nicht geschafft hat, ihre Außengrenzen zu sichern, im Stich gelassen. Die verheerenden Fehler der Vergangenheit erfordern nun erheblichen finanziellen Aufwand, um die Sicherung bzw. Sicherheit unserer Bevölkerung gerecht zu werden. Danke.